Style und Swag. Das sind zwei Sachen, die Besucherinnen und Besucher am Open Air Frauenfeld definitiv haben. Aber wie ticken die eigentlich? Genau das haben wir herausfinden. Und das haben wir mit einer Frage probiert, nämlich mit der Frage: Hast du schon mal? Ja. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Hast du schon mal einen Crush auf deinen Cousin gehabt oder auf einen von deinen Cousins? Yeah. Nein. Ich wohne ja nicht mehr abbezählen. Hast du schon mal Sex in der Öffentlichkeit gehabt? In einem Wald, ja. Wie war es? Ja, es war interessant. Ja, es sind Leute vorbeigelaufen. Das ist sehr unvorteilhaft, aber es ist lustig. Hast du schon mal so viel getrunken, dass du nichts mehr weißt? Holla, we the boys. Ja, ich glaube. Hast du das noch öfters? Nein, also nicht öfters. So ab und zu einmal. Hast du schon mal ein Tier getötet, das grösser ist als ein Fliegen? Ich glaube mal einen Fisch nach dem Fischen. Aha, den du dann gegessen hast? Ja, aber ich weiss nicht, mit dem Stein hast du auf den Kopf gehauen. Hast du schon mal etwas geklaut? Ja. Weißt du noch, was es war? Alles mögliche, Kaugummis, Feuerzeug, Ketten. Also machst du es immer? Nur kleine Sachen, eigentlich nur selten, aber halt immer so kleine Sachen. Hast du schon mal Telefonsex gehabt? Ja, Hani. Mit wem? Mit meinem Freund. Mit meinem Ex-Freund. Und wie war es? Peinlich. Wieso? Es ist peinlich, Telefonsex ist peinlich. Ich weiß nicht. Hast du schon mal deine eigenen Nasenbögen gegessen? Jo, safe, geht sicher mal. Hast du schon mal Nacktfotos verschickt? Ja, das auch, unter anderem. Machst du noch ab und zu? Nein, das nicht. So ab und zu nicht. So, nur wenn es wirklich nötig ist. Hast du schon mal in die Dusche gebisselt? That was amazing. Ja. Wie ist es so? Befreiend. Hast du schon mal Sex ohne Kondom gehabt? Ja. So? Einfach. Willst du es wieder machen? Kommt drauf an. Auf was? Ja, ob die anderen jetzt oder nicht. Ganz ehrlich.